Guten Abend, guten Tag, liebe Leute. Aus aktuellem Anlass, da aus der Krisensituation, wo ich keine Krisensituation sehe, weil das hatten wir ja eigentlich schon voriges Jahr, rückwirkend bitte nach dem, was ich jetzt gesagt habe, habe ich ein Video gemacht, wo wir auch das in der vorhergehenden Saison 2015, 2016 ja auch schon gehabt haben. Bitte um diese Ansicht und dieses Video. Zurück aber jetzt zu meiner Meinung. Grundsätzlich muss ich dazu sagen, haben wir in den letzten 3 Wochen ein kleines Sand im Getriebe. Ja, wir haben jetzt unnötige Partien gewonnen, wir sind im Cup ausgeschieden. Ich muss nur eines dazu sagen, als Austrianer, bitte um Ruhe, bitte nicht um die Nerven zu verlieren. Das ist einmal zunächst einmal das Wichtigste. Und wie gesagt, bitte betrachten Sie dann dieses Video dann am Ende meiner Meinung. Betrachtet dann das Video bitte am Ende meiner Meinung. Da habe ich auch ein Video gemacht, dass wir die gleiche Situation schon voriges Jahr gehabt haben. Nur halt mit dem kleinen feinen Unterschied, dass wir da halt schon sicherer Dritter waren und jetzt nicht nur bangen und brechen müssen, dass wir heuer Zweiter oder Dritter werden. Grundsätzlich ist noch alles machbar. Grundsätzlich ist noch Luft nach oben. Das ist das Gute. Das auf der anderen Seite muss man dazu sagen, ich weiß nicht, was jetzt im Hintergrund alles wieder umeinander hirscht, wegen der Verträge und alles. Und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, es ist auch leider in den letzten Tagen das Gerücht von Thorsten Fink aufgetreten. Hier möchte ich auch einmal eine Stellung nehmen. Das wäre jetzt wahrscheinlich das Dümmste, was passieren könnte. Ja. Da wäre natürlich unser Sportdirektor, Sportmanager Franz Wohlfahrt sehr wohl gefragt, um jetzt es auf den Punkt zu bringen, eventuell Spieler zu geben, die er braucht. Mir ist bewusst, dass nicht sehr viel Geld vorhanden ist für top qualifizierende Söldner Spieler, aber ich bin der Meinung, dass wir grundsätzlich 1, 2 Stürmer beziehungsweise auch Zentral-Mittelfeldspieler und auch Offensivspieler bräuchten könnten, wo wir in einer gewissen Form auch bessere holen könnten. Finanziell natürlich ist das natürlich ein Problem, das ist richtig. Man kann natürlich einen Trainer natürlich nicht halten, wenn er nach FC Basel gehen will, dann muss, ja, was soll man da machen, wenn natürlich FC Basel das Geldbörsel aufmacht, natürlich kann man ihn nicht halten, wenn ich sage 2 Millionen Franken oder 2 Millionen Euro kann die Austria nicht mehr mit. Das ist Tatsache. Nur möchte ich auf diesem Wege sagen, ja, ich war einer der Kritiker von Thorsten Fink am Anfang. Mittlerweile muss ich dazu sagen, okay, ein Wunderwutzi sind wir alle nicht und man wird immer eines Besseren belehrt. Nur kann ich natürlich an Thorsten Fink nur natürlich ich persönlich nicht halten, denn das muss er selber entscheiden, ob er noch FC Basel geht. Sicherlich sind auch einige Fans dabei in der Austria, die wird in jeden Fall reingeben, die natürlich den Tag, je früher dass er geht, natürlich hochjubeln. Dazu muss ich eines dazu sagen, gehöre ich mittlerweile nicht mehr. Weil ich bin der Meinung, 2 Jahre hintereinander so top qualifizierte Platzierungen zu machen, okay. Ich bin eines Besseren belehrt worden. Sicherlich würde natürlich, habe ich natürlich gesagt am Anfang, ein Deutscher muss mindestens einen Meister holen. Das ist natürlich, wenn du eingefleischter Austrianer bist, stapelst deine, natürlich deine Zielrichtung immer ein bisschen höher. Das ist natürlich selbstverständlich. Das gebe ich auch ehrlich zu. Nur müssen wir halt eines auch bedenken. Das ist jetzt in Richtung der Mannschaft. Mich interessiert es nicht, was Rapid Wien wird. Ob das jetzt absteigt, ob sie in der Bundesliga bleiben, mich interessiert es nicht. Ganz einfach. Es hat Tage gegeben, die haben sehr schmerzlich geklungen, 2014, 15.
wo sie uns den Abstieg sogar gewünscht haben, als wir 8. oder 9. waren. Und das hat schon ein bisschen weh da. Also, ich meine, ich will jetzt nicht jetzt hier feindselig Sisyphus hier spielen. Ja. Und sagen, ja, na geht, haben wir jetzt nicht umeinander da, weil sie jetzt vielleicht mir die aus der Sandkiste die Schaufel weggenommen haben. Es hat ein bisschen mit Respekt auch zu tun, ja. Ein bisschen mit Respekt, Anstand und Courage. Ja. Und da muss ich dazu sagen, da gehört jetzt ein bisschen auch der Killerinstinkt der 80er und 90er Jahre her. Und in 2 Wochen kann es uns scheißegal sein, ob die aussteigen oder nicht. Wir müssen das Derby gewinnen. Wir müssen nur mal einen Brief aufgeben, das ist mir schon klar. Aber es kann doch nicht sein, dass wir jetzt den Derby-Sieg herschenken. Ja, aufgrund dessen, auf Schützenhilfe, dass wir Rapid Wien retten. Und auf das wird es hinausspielen. Und da muss ich ehrlich dazu sagen, liebe Freunde, da draußen, liebe Mannschaft, da spiele ich als Austrianer nicht mit. Nicht mit. Wir müssen schauen, dass wir international dabei sind. Nicht links, nicht rechts schauen. Nicht links schauen, ob jetzt St. Pölten kommt. Nicht links schauen, ob Admira kommt. Oder Sturm Graz. Wir haben als Austrianer, weil wir müssen auch schauen, jeder muss bewusst sein, für welchen Verein er spielt. Ja, für jeden Verein. Ob da jetzt Rapid Wien kommt oder St. Pölten oder ob der jetzt da irgendwie in Abstiegskampf spielen, kann uns scheißegal sein. Aber ich hatte das Gefühl in den letzten 3 Wochen, wir machen Geschenke. Geschenke. Deswegen habe ich auch das letzte Mal ein bisschen auch gesagt, das Osterhasengeschenk. Ja, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein in der Austria. Wir dürfen keine Geschenke machen. Aber man hat das Gefühl gehabt, ja, was soll passieren? Jetzt schauen wir mal auf Alltag und auf Sturm, was die machen. Und dann macht der Herr Grünwald die Woche an und die Aussage, das sind eh nur 3 Punkte. Aus 3 Punkten können 6 Punkte werden. Aus 6 Punkten können 9 Punkte werden. Und dann auf einmal stehen wir in der 34, 33, 34, 100 und schon, Ich meine, in Richtung Herr Grünwald. Ja, ich meine, es kann so schnell gehen heute im Fußball. Ja, aus 3 Punkten können 6 Punkte werden, aus 6 Punkten 9 Punkte und dann auf einmal stehen wir in der 33, 34, 100 und ja, ich meine, schauen wir durch die. Ja, ich meine, diese Aussage ist natürlich unproduktiv gewesen, lieber Alex. Ja, also das ist, sowas sagt man nicht im Fußball. Wenn man natürlich 12 Punkte voraus ist, okay, sind 12 Punkte, wir sind 12 Punkte voraus. Da ist dann wurscht, ob es in der 34 sind oder nochmal 1 Punkt oder 2. Da muss ich nicht mehr. Es ist so. Und uns kann bitteschön auch scheißegal sein, ob wir Derby spielen oder nicht. Ich meine, vielleicht ist es einmal ganz gut, einmal ein Jahr einmal ohne Derby. Ja. Vielleicht ist es wirklich einmal ganz gut. Ne? Ich meine, dass vielleicht. Sportlich, man wirtschaftlich wird es natürlich ein Theater, das ist klar. Wirtschaftlich gesehen wird es ein Theater. Das ist natürlich richtig. Nicht, ich mein, es, die Hitten waren in den letzten Tagen auch nicht richtig früh, wenn du denkst. Nicht? Ich meine, Not gegen Elend. Wenn du denkst, ein Ernst-Happel-Stadion, wo da fast 50.000 Leute reinpassen oder 30, war auch nicht wirklich die Hitten früh. Nicht? Da waren maximal 15.000, 20.000 Leute beim Tabi. Das war nicht ausverkauft. Und ich bin der Meinung, dass heute vielleicht einmal ganz gut ist, einmal ein Jahr, einmal nicht ohne Tabi, lass leider mal auch sehen, wie ein Tabi fällt. Ja, das wollte ich damit sagen. Ja, da trifft es halt einmal Rapid. Was kannst nichts machen, aber man darf als Australier, wenn man das Leiberl violett anhat, keine Geschenke machen. Geschenke, ja. Der Singular, der trat ins Grab um. Ja, da ist der Spieler des Jahres, der Jahrhundert, der Singular, der trat ins Grab um. Der hat gesagt, bist du deppert. Pfah. Ja. Ich meine, da tun sich einige Australier im Grab umdrehen. Ja. Bist du deppert. Pfah. Ja.
Das hätte es in meiner Zeit nicht gegeben. Ja, es ist so. Und daher denke ich, ja, man kann einen Trainer natürlich nicht halten, aber an dieser Stelle, glaube ich, kann man sicherlich sagen, lieber Thorsten, wir sind sicherlich nicht immer einfach. Wir sind sicherlich nicht immer einfach gewesen als Australier. Wir haben auch vielleicht einige Meinungen gehabt, im Facebook oder vielleicht was auch immer. Facebook und was auch immer. Aber ich denke mal, ja, bis 2019 kann man doch einen Vertrag machen. Und 2019 kann, glaube ich, Basel auch noch. Gibt es Basel auch noch, denke ich. Ja. In dem Sinn, wie gesagt, das ist halt meine Meinung. Ja, der Franz Wolfgang macht jetzt sein Wort. Also, das ist halt nicht immer einfach, aber er sollte halt auch mal schauen, dass er halt ein bisschen mehr investiert in den Spieler. Ja. Das ist halt heute meine Meinung über die Situation eben über die Austria. Gut, also wie gesagt, schaut euch das Video noch von der Bundesliga davon noch an und da ja erklärt. Gut, passt. Gut. Violett braucht wohl Tschüssi. eine rasche Trendwende, um die Chance auf Europa nicht zu verspielen. Dazu nötig selbstkritische Analyse. Es wird aber immer eine sachliche Diskussion geben, weil die Mannschaft soll ja auch erreicht werden. Es bringt jetzt ja gar nichts, wenn wir alle die Nerven verlieren. Wir sind im Endeffekt 3 Punkte hinter Altach. Ist noch alles drin und von dem her an den Strohhalm müssen wir uns klammern. Aber wir glauben an uns und wir werden da gemeinsam rauskommen. Und zwar ohne dabei in Richtung Konkurrenz zu schielen. Es bringt uns gar nichts, wenn wir froh sind oder glücklich, wenn die anderen verlieren. Das bringt uns gar nicht einen Schritt weiter. Hilft aber zumindest, dran zu bleiben. Vor allem die Austria, bei der das Selbstvertrauen nach 4 Niederlagen am Tiefpunkt zu sein scheint. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich werde heute mich ein bisschen zusammenfassen mit euch über die Situation der Austria Wien unterhalten. Wir haben zurzeit 48 Punkte. 15 Siege, 2 Unentschieden und 11 Niederlagen. Weil viele von einer Krise reden, von der Wiener Austria, nur dieses Krisenmanagement hatten wir ja schon, nämlich voriges Jahr. Das gleiche Bild hatten wir doch voriges Jahr auch. Viele haben das vielleicht vergessen. Die gleiche Situation wie heuer haben wir auch schon in der letzten Saison gehabt. Nur mit dem kleinen feinen Unterschied, dass wir da bereits sicherer Dritter waren. Und dieses Mal ist es halt anders. Dieses Mal müssen wir halt schauen, dass wir halt noch 3 Punkte machen auf den zweiten oder einen Punkt auf den dritten. Meister ist sowieso schon einer Red Bull. Red Bull Salzburg ist durch, in meinen Augen, denn Red Bull Salzburg braucht nur mehr und gesagt 8 Punkte und sie haben geschmeidig 70. Aber gehen wir mal in das ein, was ich meinte. Hier ist die Saison 2015-16 und wir blenden einmal die 28. Runde ein und was sehen wir da? Da haben wir die Austria Wien auf dem dritten Platz mit 13 Siegen, 8 Unentschieden und 7 Niederlagen und mit 47 Punkten und dort Differenz mit 5. Was will ich damit sagen? Mit 47 Punkten auch in der 28. Runde in der letzten Saison und wie gesagt mit 13 Siegen, 8 Unentschieden und 7 Niederlagen, 45-40, das Tor Verhältnis ähnlich gleich wie heuer, nur mit dem kleinen feinen Unterschied, dass wir da bereits auf dem dritten Platz waren. Und Admira mit 40 gefolgt auf Platz 4. Nun, schauen wir mal, und dass halt Rapid vor uns gelegen ist. Wir haben es geschafft. Gehen wir daher eine Runde vorwärts und haben da, siehe da, auch 47 Punkte, da haben wir wahrscheinlich auch einmal verloren. Und das gleiche Bild können wir auch in der 27. Runde anschauen, 46. Also da haben wir zumindest einen Punkt sogar weniger gemacht. Und das gleiche Spielchen können wir auch in der Runde 26 machen, 45 Punkte, war 45 zu 35 und zu 34 zu den
Gegenkandidaten. Aber nun zurück. 28. Runde. Wie gesagt, 47 und dann in der 29. Runde ebenfalls 47. Da haben wir eine Niederlage kassiert und hat mir aber hat er gewonnen wahrscheinlich. 43 zu 39 auf Sturmkranz. Dann gehen wir wieder eine Runde weiter. In der 30. Runde sehen, da haben wir wieder nicht gewonnen. 47, also auch da hatten wir das gleiche Spielchen wie schon dieser Saison. Also, und dann, wie gesagt, falls ich zu schnell war, wie gesagt, 47 zu 43. Ja, jetzt gehen wir in die 30. Runde, 47 zu 43. Also Sie sehen, das ist das gleiche Bild. In der 31. Runde, wuppdiwupp, waren wir bereits 2 Punkte noch mehr Vorsprung auf Sturm Graz. Auch da war der dritte Platz gefährdet. Gefährdet. 31. Runde, also hatten wir genauso, wie gesagt, dahin gebrunst, möchte man sagen. Jetzt gehen wir eine Saison zurück. Ja, da waren wir noch am 7. Platz mit 43 Punkte, jetzt gehen wir wieder in eine 2015-16, das gleiche Spielchen, 32. Runde, 50. Also 32. Runde, 50, also da müssen wir mal gewonnen haben. Und eben Sturm Graz, 45, 5 Punkte waren wir da voraus. Auf Admira sogar 6 Punkte. Und jetzt gehen wir in die nächste Runde, 33. 50, also Sie sehen selbst, dass wir dieses gleiche Szenario auch schon in der letzten Saison gehabt haben. Jetzt gehen wir auf die 34. Runde, 53, und wie gesagt, der Abstand hat sich ein bisschen vergrößert. Wir sind sicherer Dritter, 6 Punkte, jedoch 2 mit 47 stark hinter uns gefolgt. Nun gehen wir in die 35. Runde, 56, wir sind durch, juhu, der dritte Platz ist gesichert. Admira Mödling kann uns faktisch nicht mehr einholen. In der 36. Runde, 59, es ist alles angerichtet, es ist alles erledigt. Nun komme ich zu einem Thema, wo es vielleicht in den letzten Tagen diskutiert wird. Rapid Wien ist vor dem Abstieg. Ich muss eines dazu sagen, mich persönlich als Austrianer interessiert es mich nicht, was der Erzrivale für Probleme hat. Tatsache ist, dass Rapid Wien Abstiegskandidat ist. Okay, schön gut, okay. Aber was interessiert mich das als Austrianer? Ja, ob wir jetzt auf Rapid oder Rapid auf uns Schützenhilfe in den nächsten 2 Wochen im Tabe hoffen kann. Ich meine, bitte, Gorsche. Ich möchte da heute eines dazu sagen. Wir machen uns zu viele Sorgen um das. Wir müssen auf uns selber schauen. Wir müssen bitte schauen, dass wir Zweiter werden. Zweiter oder Dritter werden. Ja? Aber bitte schauen wir doch nicht auf Rapid Wien, ob die aussteigen oder nicht, ob das wirtschaftlich in den Pinzetten geht. Was kann das uns, Austrianer, bitte Gorsche, in den Kram passen? Oder was kann das uns interessieren, ob Austria als Schützenhilfe leisten muss, um Rapid nicht abzusteigen zu lassen in Darwin 2 Wochen? Bedenken wir in der Saison 2014, 2015 einmal zurück, wo uns die Rapidler ausgerichtet hatten, die Austrianer wären Abstiegskandidaten. Ja, wir sind die Abstiegskandidaten, ja, wo sie ganz gehässig gesagt haben, die Austria wird absteigen 2014, 15. Ja. Gehen wir da wieder zurück auf die Regulär. Aber wir sind dann, wie gesagt, 2014, 15 souveräner Siebter geworden mit 43 Punkten. Ich bin der Meinung, Rapid Wien ist selber schuld. Rapid Wien ist selber schuld. Rapid Wien sollte selber schauen, wie sie weiterkommt. Ob sie es schafft oder nicht, kann mir als Austrianer eigentlich scheißegal sein. In meinen Augen. Ja, wir machen uns zu viele Sorgen. Wir machen zu viele Geschenke.
Uns, wo sind die Killerinstinkte der 70er und 80er und 90er Jahre? Wo wir drüber gefahren sind, über kleine Mannschaften, wo wir auf uns selber geschaut haben, wie wir weiterkommen. Und das ist halt meine Meinung über das Thema Rapid Wien und der Bundesliga.